haben die traditionellen Medien im Vergleich zu den neuen Medien weiter an Popularität verloren? Das kann man nicht unbedingt sagen. Wenn wir die Gesamtauflage der österreichischen Zeitungen über die Jahre betrachten, so stagniert diese zwar, aber sie sinkt nicht unbedingt. Es wurde im zweiten Halbjahr 2014 erstmals E-Paper mitgemessen bei der Auflagenkontrolle unter verkaufter Auflage, das heißt, es geht um verkaufte E-Papers, und diese mit eingerechnet ist die Gesamtauflage der österreichischen Tageszeitungen stabil geblieben. Es etablieren sich nur neben diesen Massenmedien eine unüberschaubare Zahl von neuen Medien, von neuen Kanälen. Denn es gibt ja nicht das Facebook, es gibt ja nicht den Twitter, sondern hinter Facebook und Twitter verbergen sich Tausende, Hunderttausende, Millionen von Sendern. Das heißt, es wird immer noch schwieriger, die Übersicht zu bewahren. Facebook, Twitter und Co., wie hoch schätzen Sie die Wichtigkeit von Social Media für die bevorstehende Landtagswahl? Es wird bei der bevorstehenden Landtagswahl in der Steiermark, wie auch bei den anderen Landtags- und Gemeinderatswahlen in Österreich in diesem regionalen Superwahljahr erstmals eine größere Rolle spielen. Die entscheidende Rolle ist es wohl noch nicht, denn dazu gibt es zu wenige wirklich gelungene Auftritte. Wenn wir die schon geschlagenen Wahlen betrachten, zum Beispiel die Kärntner Gemeinderatswahlen, dann gab es vielleicht ein, zwei persönliche Auftritte, die wirklich als gelungen bezeichnet werden konnten. Und die haben aber dann für die Kandidatin und den Kandidaten auch wirklich etwas gebracht. Fällt Ihnen irgendein besonders gelungener Auftritt der steirischen Politiker ein? Ich werde mich hüten, so etwas vor den Wahlen zu sagen. Sie haben einmal in einem Interview gesagt, das war vor ungefähr einem Jahr, wer auf den Social-Media-Zug noch nicht aufgesprungen ist, der hat ihn eigentlich schon verpasst. Ist der Zug jetzt endgültig abgefahren? Das war eine etwas gewagte Behauptung von mir. Ich habe das Tempo des Zuges wohl ein wenig überschätzt. Der Zug ist zwar, wenn wir die Nutzerzahlen betrachten, wenn wir die Userzahlen beobachten, international, im Expresstempo unterwegs. Hierzulande allerdings ist es, ja, würde ich mal sagen, die Vereinigung der Bummelzüge. Das heißt, die Chance noch aufzuspringen besteht in Österreich sehr wohl, und das hat etwas damit zu tun, dass die Spieler von allen Seiten sehr zögerlich sind, ins Facebook einzusteigen, in Twitter einzusteigen und vor allem in die neuen sozialen Plattformen, wie zum Beispiel Instagram, eine Plattform, die bei den Jungen so richtig boomt, es mit dieser auch politisch zu versuchen. Wir sind da sehr weit hinter den USA, wo zum Beispiel der Fernsehsender CNN eine Kooperation mit Snapchat nicht nur avisiert, sondern ausprobiert. Das ist für uns noch absolute Zukunftsmusik. Also es gibt noch Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Gibt es in der Steiermark im Gegensatz zu den anderen Bundesländern diesbezüglich noch einen großen Aufholbedarf? Nein, die Steiermark ist da, ich sage das ungern so, absolut durchschnittlich. Welches Bundesland ist da an vorderster Front? Da ließe sich kaum ein Bundesland nennen, denn was wären die Kriterien? Nämlich den Auftritt der Landesregierung, nämlich den Auftritt einer Partei. Das ist sehr durchwachsen und hat mehr mit Einzelpersonen zu tun, als mit den Organisationen, Institutionen, die dahinter stecken. Vor allem dürften wir vielleicht nicht den Zenit überschritten haben, aber wir kommen doch in eine gewisse Phase der Sättigung. Das macht sich auch daran bemerkbar, dass die leuchtenden Vorbilder mittlerweile stagnieren bzw. schon ein wenig einbrechen. Red Bull hatte auf Facebook vor einem Jahr mehr Fans als dieses Jahr.